Erstmal, ich freue mich, da zu sein. Hallo, ich muss mich am Anfang so einen Auftritt erstmal bei euch entschuldigen. Ich weiß, es gibt die goldene Regel, dass man als Künstler immer besser angezogen sein soll als das Publikum. Aber wie man sieht, ich trete viel in Mannheim auf. Da reicht das. Ja? So. Aber ich freue mich, ihr seid jetzt schon sehr, sehr viel netter als das letzte Publikum, was ich hatte. Denn meine Agentur hat gedacht, es wäre eine gute Idee, mich in ein Gefängnis zu verbuchen. Ich hatte einen Auftritt im Gefängnis und das Ding ist halt, man hat als Comedian oder Moderator immer so ein paar Standardsätze und die funktionieren im Gefängnis immer nicht. Ne? Sowas wie, schön, dass ihr alle da seid. Seid ihr zusammen da? Ich spiele morgen in Stuttgart, komm vorbei. Ja? Wo ich so ein bisschen Stimmung machen habe, gesagt, rastet mal aus und der Wärter. Ja, erste Reihe voll mit Rolf Zukowski Hooligans, schön, dass ihr da seid. Ja. Rolf Zukowski, ne? Ich kannte das auswendig, die ganze CD als Kind, ja, die komplette es schneit, kommt alle aus dem Haus. Ich kannte das alles auswendig. Rolf Zukowski hat mir als Kind die Welt erklärt. Ja? Toll, super. Ne? Ja, ich fand, ja, vielen Dank. Ja, ne, Rolf Zukowski, schlauer Mann. Aber das Ding ist, ich bin jetzt über 40, das passt nicht mehr. Ne? Dein Platz im Auto ist hinten, das stimmt nicht mehr. So. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Rolf Zukowski jetzt mit seiner Gitarre nochmal ins Tonstudio geht und eine CD aufnimmt mit meinen aktuellen Problemen. Ja? Burnout, Burnout, ich bleib heute heim. Oder wenn du keinen Partner hast, Steuerklasse 1. Also, ich hatte neulich einen Auftritt in so einem Industriegebiet und das Ding war, das war so ein bisschen verruchtes Industriegebiet, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wo dann so neben den Locations auch noch so riesige Sexshops sind. Ich war wirklich neben einem gestanden, der war so 8 Stockwerke hoch und stand in so 2 Meter großen Leuchtbuchstaben dran, Erotikfachmarkt. Erotikfachmarkt, es war aber viel zu groß für einen Sexshop, es sah aus wie Erotikbaumarkt. Und ich habe mich gefragt, ob das so ähnlich ist wie in einem Baumarkt, ja, ob man da reingeht, niemand bedient einen, ja, wenn man dann doch jemanden findet, kann man sagen, hallo, meine Frau hat mich hergeschickt, wir brauchen einen Dichtungsring, ja. Vielleicht fühlt ihr euch angesprochen, denn was ich gemerkt habe, ist, dass die Slogans, die die Baumärkte im Fernsehen für ihre Werbung benutzen, dass die genauso für Sexshops funktionieren würden. Ne? Hornbach, yippie-ja-ja, yippie-yippie-yay. Oder Bauhaus, wenn's gut werden muss. Aber am besten ist natürlich Tum, Respekt, wer selber macht, ja? Ja, applaudiert und deswegen, weil ihr so froh seid, dass keine Zauberer heute auftreten, oder? Ja, nee, also ich mag Zauberer total gerne, aber es gibt so einen Bereich in meinem Leben, wo ich es immer hasse, wenn Leute sagen, oh, ich habe was gezaubert. Das ist, wenn Leute aus der Küche kommen. Ich denke immer so, du hast definitiv nicht gezaubert. Das ist Rührei, Frank, und die eine Seite ist schwarz. Ja, es ist dunkle Magie. Ja, so. Wirklich, so, ich muss auch sagen, ich bin jetzt so in einer Phase von meinem Leben, wo ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Irgendwie hatte ich früher schon so ein bisschen, zum Beispiel habe ich mich gerade wieder frisch tätowieren lassen. Wer ist denn von euch tätowiert? Mal kurz, gibt es Leute, die tätowiert sind? Ja, ja, was hast du zum Beispiel, was war dein erstes Tattoo? Eine Elfe, sehr schön. Wohin? Ja, cool. So, dass man es immer sehen kann. Ja, ist praktisch. Nein, nee, aber nee, eine Elfe ist ein schönes, ist ein gutes Motiv. Ja? Gerade wird man vielleicht auch darauf angesprochen. So. Ich habe vielleicht was Dummes gemacht, weil ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, mir vor über 10 Jahren den Bösewicht aus dem Film Planet der Affen auf den Arm tätowieren zu lassen. Und Kelkheim, ihr glaubt nicht, wie oft in den letzten 10 Jahren jemand zu mir gekommen ist, auf diese Tätowierung gezeigt hat und gesagt hat, cool, ist es Olli Kahn? Und das Problem ist, je älter Oliver Kahn wird, desto unrealistischer ist das, dass das ein anderes Tattoo ist. Haben wir eine gute Zeit gehabt. Nee, und ich muss sagen, ich habe selber lange in diesem Arbeitsumfeld irgendwie gesteckt und habe da Zeit rein investiert. Ich habe selber als Piercer gearbeitet irgendwie für 3 Jahre und es war ein cooler Job. Ja, vor allen Dingen der erste Arbeitstag, kann ich mich noch gut erinnern, kam so ein nervöser junger Mann, meint so, oh, ist mein erstes Piercing. Und ich stehe da, meins auch. Ja, also und sofort verstanden. Und da gab es eine Situation, das weiß ich noch wie heute. Ich stehe so am Tresen und dann geht die Tür auf und es kommt wirklich eine wunderschöne junge Frau rein. Ne? So, ich habe mich in dem Moment in die verliebt. Ja? Wenn ich jetzt dran denke, ich sehe das immer wieder, es kommt Musik dazu, es läuft eine Zeitlupe. Es ist wie das Tor des Monats. Ja? So, also
die stand dann vor mir und dann sagt die, hi. Dann habe ich auch gesagt, hi. Und dann hat die sich so ein bisschen im Laden umgeguckt, ob jemand da ist, und hat sich dann so ein bisschen zu mir rübergelegt und meinte so, Entschuldigung, aber macht hier drin auch so Intimpiercings und Kelkheim. Es ist ganz schwierig, wenn man als Mann denkt, yes, ja, ja, cool zu bleiben und dann zu machen, mhm. Aber ich bin dann einigermaßen cool geblieben und habe gesagt, mhm. Und sie sagt, gut, geht nochmal einen Schritt zur Tür, macht die Tür auf und sagt, Mama! Kannst reinkommen, die machen das hier drin!